in den 5 Minuten Sonne, die wir heute jetzt mal kurz haben, schnallen wir schnell das Regencase zum Schutz für unseren Rucksack drauf, weil da vorne eine ziemliche Regenfront droht. Kurz nach 12 haben wir es jetzt schon 100 Kilometer und ein bisschen mehr abgearbeitet für heute. Heute Morgen hat es uns wieder übel erwischt mit Regen und Kälte, ähnlich wie an Tag 2. Richtig durchgefroren gewesen. Hat einen dann aber auch angespornt, um richtig durchzuballern. Jetzt haben wir echt ein bisschen Sonne gehabt und gedacht, jetzt ist es vorbei. Und zack, kommt hier schon wieder so eine riesen Unwetterfront auf uns zu. Genau in die Richtung müssten wir fahren. Deswegen machen wir jetzt hier lieber mal eine kurze Pause. Scheiße, wir sind nicht mal hier mehr trocken. Und es wird sogar noch schlimmer. Jetzt hagelt es sogar. Also Ungarns Asphaltfahrbahnbelag hat auch zwei Gesichter. Das eine ist so top, rollt sehr gut, fast wie von selbst. Und dann auf der anderen Seite sowas. Katastrophe hier. Holter die Polter. Das kann man nicht mehr als Straße bezeichnen. Ich weiß gar nicht. Mir fehlen die Worte.